Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute wieder mal unterwegs. Es ist saukalt, aber ich bin gar nicht wirklich unterwegs, sondern an meiner Heimat-Uni, dem Karlsruher Institut der Technologie. Ich habe gerade mein Fahrrad abgestellt und wenn die EGHD-Tagung schon mal hier vor Ort ist, habe ich gedacht, kann ich ja auch quasi diesen Heimvorteil ausspielen und im Fahrrad herkommen. In einer halben Stunde etwa beginnt die Pre-Conference, also das Promovierendenforum, bei dem ich mein Promotionsvorhaben vorstellen werde. Und ich gehe jetzt schon mal rein, schaue, wo das Ganze ist, finde mich zurecht, gucke mich um und melde mich dann heute Abend nach der Veranstaltung nochmal. Bis dann. Ciao. Puh. So, es ist inzwischen dunkel, ja, und immer noch ziemlich kalt, aber das Promovierendenforum ist vorbei. Ich habe dort mein Forschungsvorhaben vorgestellt und habe sehr viel Feedback bekommen. Und zwar einerseits, und das freut mich sehr, positives Feedback, das heißt Rückmeldung, dass es tatsächlich ein Forschungsfeld ist, was unbedingt bedient werden muss, weil es einfach wichtig ist, sich mit Videos in der Hochschullehre auseinanderzusetzen. Ich habe einige Literaturquellen genannt bekommen, die ich bisher noch nicht selbst gefunden habe, die ich mir unbedingt anschauen muss. Das heißt, Titel, Veröffentlichungen und Tagungsbeiträge von anderen Menschen, die sich schon mal mit Qualitätskriterien für Lehrvideos auseinandergesetzt haben. Das werde ich mir alles unbedingt beschaffen und durchlesen. Und natürlich waren auch ein paar kritische Bemerkungen dabei, aber auch die sind sehr wertvoll, weil letzten Endes das ja das ist, wie ich meine Forschung begründe. Und dass es halt auch nicht immer ganz einfach ist und nicht immer nur alles auf der Hand liegt. Sonst bräuchte man ja keine richtige Forschung betreiben. In diesem Sinne melde ich mich morgen wieder, dann wenn die Tagung richtig losgeht, also mit offizieller Begrüßung und so weiter und so fort. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Ciao.